Bio boomt. Das geht aus einer aktuellen Befragung der Gesellschaft für Konsumforschung hervor. Demnach kauften in den ersten 3 Monaten der Pandemie mehr Menschen Produkte mit Bio-Standard. Also ich denke, das liegt ganz klar daran, dass wenn Lieferketten so ausgelegt sind, dass sie nur preisoptimiert gestaltet werden und nicht geschaut wird, wo die ganzheitlichen Zusammenhänge sind, den Menschen bewusst wird, wie wichtig es ist, ihren Einkauf bewusster zu entscheiden. Da die Menschen in den vergangenen Monaten viel Zeit zu Hause verbrachten und Reisen ausfielen, konnte das gesparte Geld oft in Bio-Lebensmittel investiert werden. Ich denke, dass wir uns bestätigt fühlen können und auch unsere Kunden sich bestätigt fühlen können. Denn bei uns hat man ganz klar gesehen, dass wir Lieferengpässe relativ gut ausgleichen konnten, dass wir eben nicht zu den Menschen gehörten, die den Skandalen aufgesessen sind. Also wie schwierig das ist, sehen wir jetzt gerade mal in der konventionellen Fleischindustrie. All das konnten wir natürlich umgehen durch unsere langjährigen Partnerschaften, die wir mit unseren Herstellern haben. Und ich denke, dass wir immer mehr Menschen haben, die bewusstere Kaufentscheidungen treffen. Wir haben die Menschen in der Lingener Innenstadt gefragt, wie sie zu naturbelassenen Lebensmitteln stehen. Ich kaufe immer Bio-Sachen, auch auf den Markt. Ich bin mit den anderen gut zufrieden und ich glaube nicht, dass das alles Bio ist. Also mehr regional wie Bio, weil das für mich genauso wichtig ist. Ja, wir kaufen Bio-Lebensmittel, Fleisch vor allen Dingen und Obst und Gemüse. Wir kaufen weniger, ne? Das ist halt so. Und wenn wir was kaufen, dann kaufen wir halt lieber mal ein gutes Stück Fleisch und ja nicht das aus dem Supermarkt. Die Meinungen zu Bioprodukten ist gespalten, doch der Trend bestätigt den Bio-Boom.